So, guten Morgen, alle zusammen wieder. Einige von euch haben wir ja schon 2 Tage miteinander gehabt, andere zum ersten Mal. Ihr wisst ja schon, wer ich bin, Hans-Peter von Österreich. Schön habt ihr gesungen. Der Dirigent hat mir gefehlt. Wie kommt ihr da nicht durcheinander? Da? Das ist allerhand, gell? Heute Vormittag haben wir das Thema Zweifel und Glaube. Das ist ein Thema, über das relativ selten geredet wird, zumindest in meinem Erleben, weil oft, wenn Christen zweifeln, nicht mehr glauben können, ein schlechtes Gewissen haben oder man glaubt, das dürfte nicht sein, das sollte nicht sein. Und darum ist es, glaube ich, ein wichtiges Thema. Ich möchte beginnen mit 2 Bibelverse aus Matthäus 28. Das ist nach der Auferstehung Jesu Christi, hat Jesus seine Jünger berufen, sie sollen nach Galiläa kommen. Und da lese ich nur 2 Verse vor. Matthäus 28, Vers 16 und 17. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, den Auferstandenen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Der Konflikt zwischen Glaube und Zweifel, zwischen Glaube und Unglaube, der ist so alt wie die Menschheit selbst. Und Zweifel ist kein Randthema, sondern es ist eigentlich ein Zentralthema, denn es betrifft jede Person, zwar unterschiedlich, der eine kämpft mehr damit, der andere weniger. Ich persönlich bin als 15-Jähriger in unserer evangelischen Kirche in Ramsau am Dachstein, das ist so ein Bergdorf, da bin ich zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Und ich sehe es heute immer mehr als ein Geschenk an, dass Jesus mich gefunden hat und ich glauben darf. Es ist ein Geschenk. Aber neben dem Geschenk des Glaubens, das ich von Gott bekommen habe, hat Gott mir einen 2. Reisebegleiter mitgegeben. Das ist oft ein unangenehmer Geselle und sein Name ist Zweifel. Es ist mir nie leicht gefallen zu glauben und es fällt mir heute nicht leicht zu glauben. Es ist so geblieben. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es ein Segen oder ein Fluch ist. Es ist einfach so. Zweifel, speziell wenn sie fundamental sind, habe ich noch nie als angenehm empfunden. Ich habe oft gebetet, dass Gott sie wegnehmen würde. Aber das ist bis heute nicht geschehen. Und ich spreche deshalb auch regelmäßig über Zweifel, ist ein Thema, das öfter gefragt wird. Und viele Christen sind eigentlich ermutigt, stelle ich fest, weil manchmal denken Leute, dass gerade predige wie ich predige 35 Wochen im Jahr irgendwo, bin 100 Tage auf Reisedienst, dass der mit Zweifeln nicht zu kämpfen hat, aber das ist nicht korrekt. Gott sei Dank. Und ich habe ein paar Punkte wieder, ich weiß nicht wie viele, aber das werden wir dann sehen. Der erste Punkt ist, warum zweifle ich? Ich möchte zuerst mal aufzählen objektive Gründe, warum ich überhaupt Zweifel habe, soweit ich das begründen kann. Ein Grund, glaube ich, warum ich zweifle an Gott und seiner Liebe, an einen persönlichen Gott, ist wegen der globalen und individuellen Ungerechtigkeit. Ich war gerade letztes Jahr in Afrika auf einer Missionskonferenz, wo ich gesprochen habe, in einem Dorf im Busch draußen. Tausende Kinder sterben, auch dort, weil sie zu wenig zu essen haben. Und wir müssen Abmagerungskuren machen, weil wir dauernd zu viel futtern. Das ist doch nicht normal. Das ist ein Wahnsinn.
Und ich frage mich, Gott, wenn du ein Gott bist, der den Überblick hat, warum lässt du sowas zu? Eine andere Frage ist, warum darf es mir so gut gehen? Ich bin jetzt schon 50 Jahre alt und immer noch relativ gesund. Ich kann immer noch die Dinge tun, die ich gerne tue. Es geht mir wirklich gut, ein paar so kleine Sachen, aber die sind nicht der Rede wert. Warum darf es mir so gut gehen und andere Menschen geht es extrem schlecht? Gerade letzten Sonntag im Gottesdienst wieder eine liebe Schwester getroffen, die Gerte, die sitzt seit 18 Jahren im Rollstuhl und hat jeden Tag Schmerzen, sodass sie schreit, seit 18 Jahren. Wir haben schon oft gebetet, Gott hat sie nicht geheilt. Und ich denke mir, Gott, wenn du ein liebender Gott wärst, warum heilst du den nicht? Das ist doch eine Kleinigkeit für dich. Gibt es dich überhaupt? Oder wir haben drei Kinder, die sind alle drei halbwegs normal und gesund noch. Und dann haben wir einen Nachbarn, wo sie alleinstehend ist und zwei Kinder und eins stirbt an Krebs. Wieso? Wenn Gott ein liebender Gott wäre, warum darf das alles geschehen? Oder ein Mädchen sogar in unserer Gegend, Landgegend, wurde vergewaltigt von vier besoffenen Burschen und Gott tut nichts. Da frage ich mich, Gott, bist du eine Illusion oder gibt es dich wirklich? Dann habe ich auch Anfragen an die Bibel. Stimmt das alles, was die Bibel sagt, mit Engel, mit Entrückung, mit Wunder, mit Himmel und Hölle? Es scheint manchmal zu märchenhaft, zu fantastisch. Und wenn es schon so ist, warum geschehen dann heute so wenig Wunder? Wenn Gott ein Gott der Wunder ist, warum heilt er dann nicht heute mehr Menschen? Ich glaube an Wunder, ich habe es auch schon erlebt, aber relativ selten. Ich würde gerne mehr sehen. Auch die Archäologie. In der Archäologie ist es so, dass die meisten Funde, die wir haben, die Bibel bestätigen. Aber es gibt Dinge, die bleiben ein Rätsel. Zum Beispiel findet man nichts in der Archäologie von der Zeit Salomos. Dabei müssten wir viel finden, der hat eine Bauwut gehabt. Wir finden nichts. Vielleicht war es nur eine Illusion. Gibt es denn gar nicht. Christsein an sich. Die Bibel sagt, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Wirklich? Warum schauen dann viele Christen so alt aus? Wir predigen andauernd, wenn du Christus annimmst, dann wirst du ein neuer Mensch. Wirklich? Warum ist dann so wenig Unterschied zwischen Ungläubigen und Gläubigen? Ich sehe nicht viel Unterschied bei vielen. Ich kenne einige Atheisten, die sind wesentlich netter als so manche Christen. Dann gibt es noch ganz individuelle, fundamentale Gründe, warum ich oft an Gott zweifle. Ist eine liebe Bekannte auch, ist gläubig und die sagt, ein behindertes Kind, und sie sagt, ich versuche oft mit Gott zu reden, aber er scheint nie zu kommen und mich nicht zu hören. Sie sagt, es ist so, wenn ich mit einem Freund abmache, mich auf einen Kaffee zu treffen, und der kommt nicht, das ist enttäuschend, aber das ist okay. Wenn ich übrigens, mich stört das gar nicht, gell? Kannst ruhig bleiben. Ja, das ist eh nett, das ist ein liebes Kind. Wenn ich dann mit einem Freund zweimal abmache, ihn zu treffen, und er kommt wieder nicht, dann habe ich schon Zweifel. Und dann sagt sie, wenn ich mit einem Freund 30 Mal abmache, ihn zu treffen und er kommt nie, dann frage ich mich, ob dieser Freund existiert und genauso geht es mir bei Gott. Ich habe so oft mit ihm mich treffen wollen, aber er ist nie gekommen. Ich weiß genau, was sie meint. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ganze Christsein ist eine Gehirnwäsche. Ich rede mir das jetzt schon 30 Jahre lang ein, darum funktioniert es auch zum Teil. Das können die Psychologen bestätigen. Und so sind die Zweifel manchmal für mich fundamental und die verwirren mich. Und manchmal in meinen Zweifeln habe ich Angst, meinen Glauben überhaupt zu verlieren. Da habe ich vor vielen Jahren ein Wort gelesen aus dem kleinen Buch Judas. Ist mir sehr sympathisch, hat nur ein Kapitel. Da sagte Judas, sagt Gott durch diesen Mann,
Erbarmt, im Judas 22, erbarmt euch derer, die zweifeln. Und dann steht zwei Verse später, denn der Herr wird dich bewahren vor dem Straucheln. Und wisst ihr, das hat mich unheimlich getröstet. Denn das Tragische ist, bei Christen, die Zweifel haben, da fühlen sie sich erstmal schon schuldig, dass sie überhaupt Zweifel haben. Zum Teil wird das ja leider auch gepredigt. Dann sind sie auch noch schuldig für ihre Zweifel. Jetzt leiden sie schon wegen der Zweifel und dann haben sie noch Schuldgefühle, weil sie zweifeln und weil ihnen die auferlegt werden. Das ist ein Wahnsinn. Das tut Gott nicht. Gott erbarmt sich derer, die zweifeln. Und darüber bin ich sehr dankbar. Und darum habe ich kein schlechtes Gewissen über meine Zweifel, obwohl ich sie nicht leiden kann. Wir brauchen uns nicht schämen und schon gar nicht schuldig zu fühlen, wenn wir zweifeln. Und wir brauchen zweitens auch keine Angst haben, in Zweifeln den Glauben zu verlieren, weil Gott ist es, der uns bewahrt vor dem Straucheln und nicht wir. Das war Punkt 1, jetzt kommt der zweite. Nämlich, Zweifeln ist menschlich. Seht ihr, zu zweifeln ist nicht nur das Vorrecht von gläubigen Menschen, auch der Ungläubige, der Atheist, hat Zweifel. Davon bleibt keiner verschont, egal was du glaubst. Seht ihr, ein Mensch, der an Gott glaubt, hat manchmal Zweifel, ob es diesen Gott gibt. Und ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, der die Existenz Gottes verleugnet, der hat manchmal Zweifel, ob es ihn nicht doch gibt. Zweifel hat jeder. Es ist eine menschliche Sache zu zweifeln. Und die Frage ist, der Gläubige fragt sich, ja, in schweren Zeiten oder aus welchen Gründen immer, gibt es diesen Gott? Oder ist das letztlich eine Seifenblase, die zerplatzt? Und der Ungläubige, der Gott verleugnet, denkt sich manchmal, was ist es, wenn es diesen Gott doch gibt? Vielleicht ist es doch keine Seifenblase, vielleicht ist es ein Ei, gefüllt mit Versprechen. Seifenblase oder Ei, das ist die Frage. Josef Ratzinger, der jetzige Papst, hat es treffend formuliert in seinem Buch Einführung in das Christentum, übrigens ein sehr gutes Buch, hat er in den 60er Jahren geschrieben, da war er theologischer Leiter im Vatikan, und hat er geschrieben, wer der Ungewissenheit des Glaubens entfliehen will, der wird die Ungewissenheit des Unglaubens erfahren müssen. Eine Ungewissheit bleibt immer, für den Atheisten als auch für den Gläubigen. Dritter Punkt, warum glaube ich immer noch? Der Grund, warum ich immer noch glaube, ist rein objektiv betrachtet, der Grund, warum ich glaube, ist, weil Gott mich hält. Aber rein objektiv von meiner Seite aus betrachtet, glaube ich immer noch an Gott, weil es zu viele unsichtbare Realitäten gibt, die eine Erklärung brauchen. Ich rede jetzt objektiv, nicht davon, dass ich gehalten bin. Da gibt es zum einen die Realität der Liebe. Warum lieben wir und warum geben wir sogar unser Leben aus Liebe, wenn es das Ganze nicht geben würde? Das war, glaube ich, vor 2 Jahren, habe ich gepredigt irgendwo in Stuttgart da auf einer Konferenz. Das war auch in Zeitungen ausgeschrieben und so kamen auch viele, die im Glauben nichts an den Hut haben, aber das Thema hat sie interessiert. Und nach dem Vortrag kam ein Mann zu mir, ich war so wie hier auf dem Podium, bin da unten gestanden, hat er gesagt, junger Mann, der hat keine Ahnung gehabt, wie alt ich bin, ich habe nur eine Frage an Sie. Zeigen Sie mir Gott. Sie reden andauernd von einem Gott, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Ich war gerade auf dem Parkplatz, da war er nicht. Ich schaue auf die Bühne, da ist er nicht. Ich schaue hier am Boden, da ist er auch nicht. Und Sie reden dauernd von einem Gott. Zeigen Sie mir diesen Gott, dann werde ich an ihn glauben. Dann habe ich gesagt, darf ich Ihnen auch eine Frage stellen? Er hat gesagt, nein, zeigen Sie mir Gott und dann glaube ich. Dann habe ich noch gesagt, ja, es wäre heute nett, wenn ich dir eine Frage stellen dürfte. Dann habe ich gesagt, okay, eine Frage. Dann habe ich gesagt, glauben Sie an Liebe? Dann habe ich gesagt, selbstverständlich. Dann habe ich gesagt, ist komisch. Ich war gerade am Parkplatz, ich habe Sie nicht gesehen.
Hier auf dem Podium sehe ich sie auch nicht, am Boden liegt sie auch nicht und sie glauben an Liebe. Dann habe ich gesagt, ja, kommen Sie zu mir nach Hause, dann zeige ich Ihnen, ich bin verheiratet, habe eine Frau. Dann habe ich gesagt, wenn ich mit Ihnen gehe, sehe ich Ihre Frau, aber keine Liebe. Ich kann dir nicht beweisen, dass es Liebe gibt und trotzdem glaube ich an sie. Es gibt viele Dinge, die wir nicht sehen, aber eine Realität sind und die wir glauben. Ich glaube zum Beispiel an Hoffnung, aber ich kann dir nicht beweisen, dass es Hoffnung gibt. Trotzdem glaube ich daran. Wenn wir aber tatsächlich durch Zufall entstanden sind und alles nur zufällig die Existenz ist, dann hat es keinen Sinn, dann gibt es keine Hoffnung. Worauf hoffen wir, wenn Hoffnung eine Illusion ist? Oder die Realität von Sinn. Wenn dieses Leben nur Zufall ist, dann kann dieses Leben keinen Sinn haben. Denn Zufall kann keinen Sinn erzeugen. Warum fragt der Mensch dann nach Sinn? Warum wollen wir dann überhaupt etwas Sinnvolles tun, wenn es keinen Sinn gibt? Warum begeht der Mensch Selbstmord, weil er den Sinn des Lebens verloren hat, wenn es keinen gibt? Darüber muss ich nachdenken. Und darauf muss ich Antworten finden. Dr. Viktor Frankl, der Gründer der Logotherapie der dritten Wiener Schule nach Adler und Freud, hat gesagt, der beste Beweis, dass es so etwas wie Wasser gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch Durst hat. Und der beste Beweis, dass es so etwas wie einen Sinn im Leben gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Sinn fragt. Und ich würde hinzufügen, das hat Frankl nicht gesagt, der beste Beweis, dass es Gott gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Gott fragt. Seht ihr, ich komme viel in dieser Welt herum, ist ein Geschenk, ist ein Vorrecht. Ich bin schon in Gegenden gewesen, da gibt es keine Schule und keine Krankenhäuser. Ich war noch in keiner Gegend, wo es keine Anbetungsstätte gibt. Der Mensch fragt nach Gott, aber warum, wenn es ihn nicht gibt? Und in meinem Leben muss ich feststellen, dass die Straße des Glaubens ein größeres Gewicht hat als die Straße des Unglaubens und des Zweifels. Es ist wie mit Dunkelheit und Licht. Die Abwesenheit von Licht ist Dunkelheit, aber Licht ist mehr als nur die Abwesenheit von Dunkelheit. Und so ist Zweifeln das Fehlen von Glauben, aber der Glaube ist mehr als nur das Fehlen von Zweifel, für die Philosophen unter euch. Vierter Punkt, legitimer und tödlicher Zweifel. Ich möchte jetzt über zwei verschiedene Zweifel reden. Es gibt einen legitimen und einen unehrlichen Zweifler. Erstens der legitime Zweifel. Es gibt legitime Zweifel, wo wir durch Lebensumstände, durch die harten Lebenswirklichkeiten zu zweifeln beginnen. Manchmal können wir gar nicht erklären, warum wir zweifeln. Es ist einfach da. Und wir wollen glauben, aber wir können nicht glauben. Das ist legitim. Es geht uns dann wie dem Vater in Markus Kapitel 9, der mit seinem besessenen Sohn zu den Jüngern kommt, die ihn nicht heilen können. Dann kommt Jesus und dann sagt der Vater zu Jesus, wenn du etwas kannst, dann hilf uns. Und Jesus sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Und der Vater antwortete, und ich liebe diesen Satz, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So geht's mir oft. Ich will glauben, aber ich kann nicht. Gott, hilf meinem Unglauben. Das ist ein ehrlicher, berechtigter Zweifel. Und berechtigte Zweifel stärken letztlich sogar meinen Glauben, weil ich meinen Glauben hinterfrage. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Bücher ich die letzten 20 Jahre gelesen habe. Extrem viel. Weil ich immer hinterfragen muss, ob das, was ich glaube, stimmt. Denn sonst will ich es nicht aussprechen. Insofern kann ich nur zu Zweifel ermutigen, denn sie festigen dein Fundament. Aber es gibt auch einen tödlichen oder ich nenne es einen unehrlichen Zweifler. Ich nenne das aber gar nicht Zweifel, ich nenne es willentlicher Unglaube. Eine solche Person ist kein Zweifler, sondern diese Person hat sich entschieden, im Zweifel zu beharren.
Es ist egal, welche Fakten du dieser Person vorlegst, er will es nicht glauben. Das ist aber nicht Zweifel, sondern das ist willentlicher Unglaube. Manchmal bei Vorträgen, manchmal spreche ich vor Leuten, die jetzt nicht unbedingt gläubig sind, da gibt es so, was weiß ich, Männerabende oder was weiß ich, keine Ahnung, Frauenfrühstücke, alles Mögliche. Und da kommen sie manchmal, gerade die Männer, die wollen ja dann zeigen, was sie alles wissen oder auch nicht. Und dann haben sie viele Fragen und es ist schön. Und dann sitzt man beisammen und sie fragen und stellen eine Frage nach der anderen. Und manchmal ist es mir passiert, nach einer halben Stunde, denke ich mir, den geht es gar nicht darum, dass ich seine Fragen beantworte. Der will nur in seinem Zweifel beharren. Und so frage ich manchmal nach einer halben Stunde, nachdem ich mich bemüht habe, ihm möglichst alle Fragen so gut ich kann zu beantworten, frage ich, angenommen, ich könnte dir in der nächsten Stunde jede deiner Fragen mit hundertprozentiger Zufriedenheit beantworten. Würdest du dann ein Jünger Jesu? Sagt er, na, das wäre ich sowieso nicht. Dann sage ich, dann trink mal lieber Kaffee oder geh mal Skifahren, diese Zeitverschwendung. Weißt, da geht es ja nicht um Fragen, die beantwortet werden wollen, da geht es ja nur darum, im Zweifel zu beharren. Und ein ehrlicher Zweifler, und für die, die zweifeln, möchte ich das sagen, ein ehrlicher Zweifler muss nämlich auch seine Zweifel anzweifeln. Denn jede Skepsis, das heißt jede Annahme, jedes Hinterfragen eines Faktes oder einer Aussage, auch mein Hinterfragen und mein Zweifel beruht auf einer Annahme, die ich auch nicht beweisen kann. Genauso wie den Glauben. Darum ist jeder Zweifel, wie skeptisch oder zynisch er sein mag, im Grunde ein alternativer Glaube. Seht ihr, der eine sagt zum Beispiel, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Das ist ein Glaube. Der andere sagt, ich glaube, dass es keinen Gott gibt, das ist genauso ein Glaube. Du sollst deinen Glauben, aber du musst auch deinen Unglauben hinterfragen, denn beides beruht auf einer Annahme, die du nicht beweisen kannst. Manchmal nur nebenbei ein kleiner Tipp zum Gespräch oft, wenn Leute sagen, es gibt keinen Gott, das ist alles ein Blödsinn, dann frage ich manchmal diese Person, die diesen Ausspruch macht, sage ich, gibst du zu, dass es von allen Dingen, die man in diesem Universum wissen könnte, dass du weniger als die Hälfte weißt? Wenn dieser andere, mein Gegenüber, halbwegs normal ist, dann sagt er, ich weiß nicht nur weniger als die Hälfte, ich weiß höchstens ein paar Prozent von allen Dingen, die man wissen kann im Universum. Dann sage ich, okay, wenn du zugibst, dass du von allem, was man wissen kann, weniger als die Hälfte weißt, ist es dann nicht möglich, dass auf der anderen Hälfte, von der du nichts weißt, Gott existiert? Ein intelligenter Mann muss das immer zugeben, denn sonst ist er kein Zweifler, sondern dann ist er ignoranter Zweifler oder ein willentlicher Zweifler. Es ist übrigens meine tiefe Überzeugung, dass die meisten Menschen in unserer Kultur sehr wohl wissen, dass es einen Gott, etwas Höheres gibt. Aber dieses Wissen wird verdrängt. Das ist aber nicht Zweifel, das ist Verdrängung. Das wäre wieder ein anderes Kapitel. Der christliche Zweifler, über den schreibt die Bibel auch. Wer eine Bibel hat, schlagt es mal auf Jakobus 1. Das ist ein unehrlicher Zweifler. Im Jakobus 1 wird der beschrieben, auch Christen können unehrliche Zweifler sein. Jakobus 1, Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen Wille gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Worum geht's hier?
Es geht hier über einen Zweifler, über einen wankelmütigen Mann. Und das griechische Wort ist dipsuchos, wankelmütig, dipsuchos, das heißt zwei Seelen. Dieser Christ hat zwei Seelen, das heißt, einerseits bekennt er zwar, dass er an Jesus glaubt, aber andererseits rechnet er überhaupt nicht mehr damit, dass Jesus irgendwas tun kann. Das heißt, er bekennt zwar seinen Glauben, aber er verleugnet seinen Glauben eigentlich, weil er von diesem Gott gar nichts erwartet. Das ist ein wankelmütiger, im Englischen heißt es a double-minded man, ein Dipsuchos, ein Zwei-Seelen-Mensch. Er ignoriert alle Gottesbeweise und er will die Zusagen Gottes nicht mehr hören. Martin Lloyd-Jones, der 30 Jahre lang in der Westminster Chapel gepredigt, sagt über solche Christen, das Hauptproblem beim Kleingläubigen ist, dass er nicht viel denkt. Jesus sagt, betrachte die Vögel, die Lilien, das Gras und denke darüber nach. Aber viele Menschen wollen nicht denken. Ihre Gedanken drehen sich nur im Kreis. Wahrer Glaube denkt auch über die göttlichen Zusagen nach. Und das ist wichtig, im Zweifel ist es so wesentlich, nicht nur, du kannst dann in den Zweifeln beharren und immer nur die Zweifel durchtreten. Oder du unterbrichst es und sagst, jetzt höre ich auch mal und schaue mir das Gras an, die Lilien, die Sterne, wo kommt das Ganze her? Das hilft uns. Aber heute geht es mir um den legitimen Zweifler und ich möchte jetzt noch darüber reden, wie gehen wir mit Zweifel um, wenn wir sie erleben. Wie bereits gesagt, ist es mein Vorrecht, das Wort Gottes in vielen Teilen der Welt andauernd eigentlich predigen zu dürfen und ich tue es gerne. Aber mir wurde bewusst vor Jahren, was ich sage, ist revolutionär. Und wenn das, was ich sage, nicht stimmt, dann bin ich einer der größten Verführer und der größten Lügner. Und in meinen Zweifeln, und die hatte ich sehr oft, da dachte ich mir manchmal, ich kann das nicht mehr tun. Es ist mir relativ nicht, schon kann ich sagen, öfter passiert, dass ich hier stand, so wie heute. Ich habe aus dem Wort Gottes gepredigt und ich konnte nicht glauben, was ich predigte. Ich habe es trotzdem getan, aber ich konnte es nicht glauben. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich bist du ein Heuchler. Du predigst was, was du nicht glaubst. Und das war vor Jahren, habe ich mir dann überlegt, ich höre auf mit dem Ganzen, weil das ist nicht ehrlich. Und da kam ich in mein Büro und da lag ein Zettel, mit der Post kommt die allerhand. Keine Ahnung, von wo der herkam, mit irgendeinem Evangelisten. Und da stand ein Satz in der Mitte: Wenn du nicht mehr an das Evangelium glauben kannst, dann geh auf die Straße und predige es. Und dieser Satz, der hat etwas in mir ausgelöst. Zuerst habe ich mir gedacht, das ist so ein Blödsinn, das ist ja ein Widerspruch. Und dann habe ich zweimal drüber nachgedacht, das schadet nie, und dran gedacht, dass Jesus gesagt hat, die Wahrheit macht euch frei. Jesus hat nicht gesagt, Hans-Peter, deine Überzeugung der Wahrheit macht die Menschen frei, sondern die Wahrheit macht Menschen frei. Darum, ob du überzeugt bist davon oder nicht, ist ziemlich egal. Predige die Wahrheit und Menschen werden frei. Und seit dem Tag habe ich völlige Freiheit, die Wahrheit zu predigen, egal ob ich es glaube oder nicht, ist irrelevant. Wichtig ist, die Wahrheit zu predigen. Ob wir sie im Moment jetzt gefühlmäßig glauben können oder nicht, das ist zweitrangig. Ich soll sie predigen. Und darum ist es meine Pflicht, die Wahrheit auch dann zu predigen, wenn ich daran zweifle. Das gefällt mir eben so bei den einleitenden Worten, die ich vorgelesen habe. Matthäus 28, da ist der auferstandene Jesus, Sie sehen ihn, sie fallen vor ihm nieder, einige aber zweifelten und sie denken, ob das stimmt oder das ist vielleicht ein Trick. Und wisst ihr, was Jesus dann gesagt hat zu denen, zu beiden? Ein paar haben sich hingekniet und ihn angebetet, die anderen sind da gestanden und haben gedacht, ja, ich weiß auch nicht. Und Jesus hat zu beiden gesagt,
geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, tauft sie und so weiter. Er hat nicht gesagt, ihr, die ihr mich anbetet, ihr geht und predigt und ihr, die ihr zweifelt, ihr geht noch in der Bibelschule 3 Jahre, da werdet ihr hoffentlich dann ausgegradigt und dann könnt ihr auch gehen. Nein, er hat gesagt, beide, geht. Wisst ihr, warum alle gehen können? Jesus hat gesagt, ich lese es euch vor, in Matthäus 28, es sind so wunderbare Worte hier, wo er sagt, ich lese nochmal Vers 17, als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, geht nun hin und macht Nationen zu Jüngern. Warum gehen wir? Weil Jesus alle Macht hat, nicht weil wir so überzeugte Christen sind. Das ist der Grund, warum ich predige. Zweifel sind kein Grund dafür, dass Gott dich nicht gebrauchen kann. Zweitens, wie gehe ich mit meinen Zweifeln um? Wenn ich fundamentale Zweifel habe an Gott und seinem Wort, dann was ich tue, ich schaue mich in der Welt um und schaue, was die Welt sonst noch zu bieten hat. Und ich habe mich dafür interessiert, weil ich so gestrickt bin über Philosophie, andere Religionen, Materialismus, Hedonismus, alles, was so in der Welt, was man findet. Und wisst ihr, was ich entdecke? Die meisten von euch, die älter sind, haben das auch schon entdeckt. Diese Welt hat nicht viel zu bieten. Die Welt hat nicht viel zu bieten. In Johannes 6 ist das so schön, wo Jesus darüber predigt, dass man sein Blut trinken muss und seinen Leib essen. Das wird den Leuten zu viel, die hauen alle ab. Und dann fragt Jesus seine Jünger, wollt ihr auch gehen? Und dann sagt Petrus diese gewaltigen Worte, Herr, wohin sollten wir gehen? Und wisst ihr, wenn ich zweifle an Jesus Christus, an seiner Liebe, an seiner Existenz, dann drehe ich mich mal um und schaue, was gibt es sonst noch in der Welt? Und wisst ihr, was ich feststelle? Es gibt nicht viel. Wenn du mir eine Alternative gibst, die viel besser ist als Jesus Christus, werde ich sie annehmen. Ich habe noch keine gefunden. Was tue ich noch, wenn ich zweifle? Dritter Punkt, ich gehe dann mit Gott spazieren und ich sage ihm meine Zweifel. Jetzt wirst du dir denken, warum geht der Typ mit Gott spazieren, wenn er bezweifelt, dass es ihn überhaupt gibt? Nun, der Grund, warum ich das tue, ist, weil ich will objektiv bleiben. Ich weiß, die Möglichkeit, dass Gott existiert, ist immer da. Und dann gehe ich spazieren und sage, Gott, ich glaube zwar im Moment gar nicht, dass es dich gibt, aber ich rede trotzdem mit dir, denn die Möglichkeit, dass es dich gibt, ist da. Und wenn es dich nicht gibt, rede ich mit der Luft, tut auch nicht weh. Und ich sage Gott, alles, was ich denke und fühle, ich sage ihm meine Zweifel, ich sage ihm meinen Unglauben. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wann immer ich ehrlich bin mit Gott, ist Gott immer ehrlich und offen mit mir. Ohne Ausnahme hat mir Gott immer eine Gewissheit geschenkt, wo er sagt, Hans-Peter, es ist okay, mach weiter. Übrigens, möchte ich euch was sagen, das habe ich auch lange nicht gewusst. Weißt du, dass du Gott niemals enttäuschen kannst? Nie. Denn um Gott enttäuschen zu können, müsste er sich vorher in dir getäuscht haben. Aber Gott täuscht sich nicht in dir, er kennt dich genau. Darum kannst du ihn auch nie enttäuschen. Enttäuschen kannst du nur Menschen, weil du ihnen was vorspielst und dann kommen sie drauf, wie du wirklich bist. Gott nie. Und darum können wir ehrlich sein. Es ist so ein Blödsinn, in Gebeten Floskeln zu reden, die wir unbedingt gar nicht meinen. Ehrlich sein. Wisst ihr, was Jesus immer geliebt hat? Ehrlichkeit. Und wisst ihr, womit Gott die größten Probleme hatte? Mit Heuchler. Damit kam er nicht zurecht. Alles andere war ihm nicht so wichtig, aber Heuchelei, da hat er immer ein Problem gehabt. Und übrigens, das waren die Pharisäer, wir, die wir uns evangelikale Christen nennen, sind den Pharisäern am nähesten verwandt.
Wir müssen sehr vorsichtig sein, als Evangelikale über die Pharisäer zu reden, als ob die da drüben wären. Der Pharisäer ist in uns. Denn wir, wie die Pharisäer, nehmen die Bibel sehr ernst. Pharisäertum ist weit verbreitet in den evangelikalen Christen. Aber das nur nebenbei. Was tue ich noch, wenn ich Zweifel habe? Ich betrachte die Schöpfung. Das hilft mir persönlich sehr. Ich gehe einfach auf meine Berge zu Hause. Ich schaue einen Sonnenuntergang an. Ich schaue mir einen Vogel an. Ich schaue Kinderaugen an. Und ich weiß, es muss einen Gott geben. Das hilft mir in meinen Zweifeln. Und dann letztes noch, was tue ich, wenn ich zweifle? Das habe ich auch gelernt. Ich danke Gott für meine Zweifel. In der Bibel lesen wir auch, sagt Gott Dank in allen Dingen. 1. Thessalonicher 5, denn das ist der Wille Gottes für dein Leben in Christus Jesus. Das heißt, wenn Gott sagt, ich soll für alles danken, dann soll ich ihm auch für meine Zweifel danken. Weil ich will sie nicht. Ich sage Gott, ich habe schon aufgebaut, Gott, nimm sie weg, ich will die nicht. Und Gott lässt sie mir. Dann muss er einen Grund haben. Und so habe ich gelernt, ihm zu danken. Und ich glaube, ein Grund, warum Gott mir Zweifel gegeben hat, ist, weil ich musste viel forschen, damit ich überhaupt leben kann. In meinem Glaubensleben. Und vielleicht tue ich deshalb das, was ich heute tue. Und dann noch ein zum Abschluss. Was mir auch hilft, ist, wenn ich Zweifel habe, mich zu konzentrieren auf Jesus und nicht auf meine Zweifel oder auch nicht auf meinen Glauben. Ich habe mal gelesen, der hat so geschrieben, wir sagen, schau Gott, wie ich in die Kirche gehe. Und Christus sagt, schau viel lieber, wie ich ans Kreuz ging. Wir sagen, schau, wie großzügig ich mein Geld gebe. Und Christus sagt, schau lieber, wie ich mein Leben gab. Wir sagen, schau, wie treu ich meine Sünden bekenne. Und Christus sagt, schau, wie ich deine Sünden weggenommen habe. Wir sagen, schau, wie ich gegen Sünde ankämpfe. Und Christus sagt, schau viel lieber, wie ich für Sünde starb. Wir sagen, schau, wie ich in Zungen rede oder was immer. Und Jesus Christus sagt, schau lieber darauf, wie ich in Liebe rede. Wir sagen, schau, wie erfolgreich ich bin. Und Christus sagt, schau, wie erfolgreich mein Tod und meine Auferstehung ist. Das heißt, wir konzentrieren oft uns viel zu sehr auf, hab ich Glauben, lebe ich richtig, stehe ich richtig vor Gott. Und das bewirkt Zweifel, weil an mir muss ich immer zweifeln. Schau weg von dir auf das, was Christus tut. Und das ist eine wunderbare, heilsame Sache in unserem Zweifelsleben. Und dann noch abschließend, damit möchte ich schließen, die alles entscheidende Frage ist die, ist Gott ein Lügner oder nicht? Da gibt es eine Geschichte, die kommt aus Schottland. Aus Schottland gibt es viele Geschichten. Ich glaube, die Hälfte ist alles nur erfunden, aber ist egal. Aber in dieser Geschichte, die erzählt, da war eine alte Frau, die hat Nanal geheißen, Nanny, Old Nanny. Und dieses alte Nanal hat allein in einer Hütte gewohnt in Schottland. Sie war arm und ans Bett gebunden, aber sie war reich im Glauben. Und ein junger Pfarrer, der hat sie regelmäßig besucht, weniger um sie zu trösten, sondern deshalb, weil er etwas davon hatte. Er hat viel gelernt von ihr. Und einmal hat der junge Pfarrer gedacht, jetzt werde ich den Glauben der Nanerl mal überprüfen. Und dann sagt er zu ihr, Nanerl, nehmen wir einmal an, dass dich Gott trotz all deiner Gebete, trotz all deines Vertrauens, letztlich doch nicht annehmen wird und dich verstößt. Was dann? Und die Geschichte erzählt, die alte Frau stützt sich auf den Ellbogen und sie schaut den jungen Pfarrer in die Augen und sagt, du bist auch noch nicht allzu weit gekommen. Warum sollte Gott mich verstoßen? Wenn Gott mich verstößt, dann ist Gott der größte Verlierer.
Denn wenn er mich verstößt, dann verliere ich meine Seele und das ist schmerzlich. Aber Gott verliert seinen Charakter. Denn Gott weiß, dass ich meine Seele, meine ganze Hoffnungen allein auf ihn gebaut habe. Und wenn die gebrochen werden, dann kann das Universum untergehen, denn dann ist Gott ein Lügner. Nanal kannte ihren Gott. Und wisst ihr was, Leute, ich kann dasselbe sagen. Wenn Gott mich einmal verstößt, dann ist er der größte Verlierer. Denn er weiß, dass ich mein Leben letztlich auf ihn baute. Und wenn er seine Versprechen nicht hält, dann ist Gott ein Lügner. Und das glaube ich nicht. Und darum habe ich so eine Heilsgewissheit. Darum kann ich so froh mit Jesus gehen, weil es nicht an mir liegt. Auch wenn ich Zweifel habe, die mich untergraben, weiß ich, er wird mich bewahren. Und darum bin ich gerne Christ. Kein Zwang, es ist eine Freiheit, mit Jesus zu leben, im Glauben und im Zweifel. Beten wir noch zusammen. Lieber Vater, es ist gut, über die Dinge des Lebens zu reden, über die Dinge, die uns bedrängen, die uns beschäftigen, die uns Freude machen. Ich danke dir für die Momente, Herr, wo ich im Glauben strotze, wo ich weiß, dass ich es weiß, dass ich es weiß, und es sind die wunderbaren Momente. Dafür danke ich dir. Ich danke dir aber ebenso für die Momente, wo mich Zweifel und Unglaube haben, um mich zu begraben scheinen. Denn auch dort bist du. Und so danke ich dir, Vater, dass du uns bewahrst. Nicht mein Glaube bewahrt mich und nicht meine Zweifel verderben mich, sondern deine Liebe, deine Gegenwart, die hält mich. Und darum kann ich so froh sein und gewiss sein. Herr, danke, dass Zweifel eine normale menschliche Sache sind und wir lernen dürfen, damit recht umzugehen, darüber zu reden, darüber zu beten, sie dir vorzubringen. Danke, lieber Vater, dass du barmherzig bist mit denen, die zweifeln und dass du sie bewahrst vor dem Straucheln. Danke, lieber Vater, dass du uns gebrauchst im Glauben und im Zweifel. Und alles, was wir tun müssen, ist einfach die Wahrheit predigen, an der Wahrheit festhalten, in guten und in bösen Tagen. Danke, dass wir mit deinen Zweifeln zu dir kommen dürfen, weil du nie enttäuscht bist. Du kennst uns ohnehin. Du erinnerst dich, dass wir nur Staub sind. Und dafür danke ich dir. Und danke, Vater, dass der Trost nicht darin besteht, alle Fragen beantwortet zu bekommen, sondern der Trost besteht darum, dass du uns die Gewissheit des Heiligen Geistes immer wieder neu schenkst. Und um diese Gewissheit möchte ich beten für mich, für all die lieben Leute hier. Und so wollen wir lernen, uns auf dich zu konzentrieren, auf dich zu schauen, anstatt uns in unseren Zweifeln zu baden und die immer wieder umzudrehen. Danke, Vater, für diesen Morgen. Für deine Gegenwart, deine Liebe und dein Leben mit und in uns. Segne diese lieben Leute und mach sie zum Segen für viele andere hier in der Schweiz und weit darüber hinaus. Amen.